Wer bestimmt mein Leben? Ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, wenn man sich damit beschäftigt. Wir glauben oder viele glauben, dass man selbst sein Leben bestimmt. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man anfängt nachzudenken, merkt man erst, wie viel andere oder anderes das eigene Leben bestimmt. Ich möchte das an ein paar Beispielen deutlich machen. Da ist Dieter fiktiv, aber man kann es einsetzen für viele andere. Er ist 55 Jahre alt. Er wohnt seit seiner Kindheit in seinem Dorf. Er kennt alle Nachbarn und alle Nachbarn kennen ihn. Und man bekommt voneinander ja so einiges mit. Deswegen ist es wichtig, was andere über einen denken. Dieter will ein gutes Bild von sich abgeben, damit andere wiederum ein gutes Bild von ihm haben. Das ist ihm sehr wichtig. Er hat immer darauf geachtet, dass seine Kinder nicht aus der Rolle fallen und sie bekamen oft zu hören, was sollen die Nachbarn denken? Wer bestimmt sein Leben? Sarah hat einen großen Freundeskreis. Mit 21 Jahren hat sie gelernt, was gut ankommt und was nicht. Ihre Art, sich zu kleiden, zu schminken, hat sie sich aus der Gruppe abgeschaut. Und sie weiß ganz genau, welche Klamotten Lob und welche kritische Blicke auf sich ziehen. Sie hat es schon tausendfach bei anderen erlebt. Wer aus der Rolle fällt, über den wird geredet. Und es ist das Schlimmste, wenn über sie geredet wird. Und sie tut alles, damit sie weiterhin dazugehören kann. Wer bestimmt ihr Leben? Eigentlich sollte man beim Fahrradfahren einen Helm aufsetzen. Tun die Mannheimer nicht. In der Regel nicht. Vor kurzem ist einer an der Bordsteinkante gefallen, hat den Kopf schwer verletzt. Mit Helm wäre das nicht passiert. Die meisten fahren ohne Helm. Ist es Faulheit oder ist es Eitelkeit? Wenn ich einen Fahrradhelm aufsetze, sehe ich doof aus. Ich will nicht doof aussehen. Mir ist es egal, wenn ich hinfalle und mir den Kopf verletze. Lieber doof, nicht doof aussehen, schön aussehen und den Kopf verletzen, wie auch immer. Ich habe einige Gespräche mit einigen geführt und komme zum Ergebnis, ja, eitle Menschen haben das Problem, dass andere von ihnen bestimmen, wie sie auszusehen haben. Selbst wenn die Vernunft sagt, setz einen Helm auf, bestimmen andere, was ich tun soll. Das ist Eitelkeit. Wer bestimmt ihr Leben? Eine ältere Frau aus meiner vorigen Gemeinde ist in ihrem Leben viel Fahrrad gefahren. Sie wohnte nur 5 Minuten vom Ortszentrum entfernt, wo sie dann Einkäufe erledigen konnte. Seit einiger Zeit wurde sie unsicher. Sie könnte mit dem Fahrrad fallen. Das Alter bringt so manches mit sich. Manche kennen das vielleicht. Und sie fährt jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad, aber zu Fuß ist es wiederum zu weit. Ich habe mich mit ihr unterhalten, habe ihr gesagt, es gibt Fahrräder, die haben hinten an der Achse so 2 Räder. Und da gibt es sogar einen Korb. Da kann man sich draufsetzen, da fällt man nicht um. Da kann man ganz gemütlich in den Ortskern reinfahren und einkaufen und wie auch immer. Habe versucht, sie zu überzeugen. Sie sagte dann, das sieht aus wie ein Dreirad. Und wenn sie es praktiziert, dann werden sie alle anstarren. Was denken die anderen von mir? Wie sehe ich da drauf aus? Wer bestimmt mein Leben? Es gibt viele dieser Geschichten, viele, viele, sehr viele, zu viele dieser Geschichten. Es ist uns wichtig, was andere von uns denken und deswegen tun wir oft nicht das, was wir eigentlich tun sollten, obwohl es unsere Vernunft oder unser Ich sagt, unser Gewissen sagt, weil andere bestimmen, was wir tun und lassen sollen. Wir verhalten uns so, was andere von uns erwarten. Ich nenne das mal, der Fixpunkt meines Handelns liegt dann bei anderen. Der Fixpunkt, wo ich den Bezug her habe, liegt bei den anderen. Sie bestimmen, was ich über mich selber denke, wie ich mich kleide, wie ich mich zeige. Ein Fixpunkt, so möchte ich definieren, ist der Punkt, von dem aus etwas betrachtet wird, von dem etwas beurteilt und gedeutet wird. Fixpunkte bestimmen mein Leben und wie ich auch mein eigenes Leben sehe.
Sie kennen vielleicht und haben es gelernt in der Schule, wenn man ein Gebäude perspektivisch malen möchte, dann braucht man einen Fluchtpunkt oder mehrere Fluchtpunkte. Ich habe Ihnen mal so ein Bild mit einem Fluchtpunkt mitgebracht, damit Sie wissen, was ich meine. Dieser Fluchtpunkt, wo alles drauf hinzuläuft, dann wird es dreidimensional, so ein bisschen mehr. Es gibt auch andere. Ich habe jetzt gerade mal so jetzt Wohnzimmer oder jetzt, wenn man eine Stadt malt, richtig dreidimensional braucht man natürlich drei Fixpunkte. Dieser Fluchtpunkt möchte ich nicht Fluchtpunkt nennen, weil der vom Fliehen herkommt. Der hat mir nicht gefallen, aber das ist das, was ich meine. Ich nenne ihn jetzt einfach Fixpunkt. Fixpunkt. Dieser Fixpunkt bestimmt mein Leben, meine Perspektive, meine Sichtweise, meine Orientierung. Es ist so wie die Fixsterne früher bei den Seefahrern, als es noch keinen Kompass und sowas gab. Dann haben sie sich orientiert am Sternenhimmel und die Fixsterne spielen eine große Rolle. Sie sind Orientierungspunkte. Sie sagten, wie sie dann fahren sollten. Sie haben sozusagen ihre Route festgelegt. Fixpunkte haben die Deutungshoheit. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob jeder mit diesem Begriff genau das Gleiche anfangen kann, was ich damit anfange. Deutungshoheit. Deswegen erlauben Sie mir, weil das ein wichtiges Wort ist, es kurz noch zu erklären. Ich möchte es an einem Beispiel tun. Da gibt es die PISA-Studie. Die PISA-Studie erklärt, dass unsere Schulen ziemlich schlechte Noten bekommen. Daraufhin meldet sich der Lehrerverband und erklärt, warum das so ist. Dann melden sich Kultusminister und sagen, warum das so ist. Dann melden sich Politiker und sagen, warum das so ist. Und Elternvertreter sagen, warum das so ist. Es gibt einen Wettstreit dessen, welche Perspektive die richtige ist. Welche Deutung die richtige ist. Wer hat die Hoheit der Deutung? Und das passiert in jedem Streit. In jedem Streit passiert eine Deutungshoheit. Es wird aufgezählt, warum etwas ist, warum ich Recht habe, der andere wiederum. Das ist die Deutung. Die Deutung eines Ereignisses, eines Vorfalls. Und jeder versucht, die Deutungshoheit zu gewinnen. Dann hat er Recht. Dann wird nach ihm oder nach ihr gegangen. Deutungshoheiten sind wichtig. Und ich deute auch ständig. Ich versuche, das Leben zu ordnen und in den Griff zu bekommen, zu beurteilen. Ich habe Deutungshoheit. Und der Fixstern sagt mir, was meine Deutungshoheit ist. Er gibt die Deutungshoheit in meinem Leben. Der Fixpunkt sagt mir, wer ich bin, was ich tun soll und wie ich die Welt bewerten und begreifen soll. Deswegen ist die Frage, was ist dein Fixpunkt? Was sind deine Fixpunkte? Wer bestimmt dein Leben? In den genannten Beispielen sind es Nachbarn, Freunde, es sind andere, was sie von mir denken. Aber es gibt noch ganz andere Fixpunkte. Viele Menschen haben als Fixpunkt eine Ideologie. Ideologie setzt sich zusammen aus dem griechischen Idea und Logos und bedeutet so viel wie die Lehre von der Idee. Das heißt, die Idee ist wichtig, die man hat. Definition: Ideologie steht im weiteren Sinne bildungssprachlich für Weltanschauung. Das hat mir besonders gut gefallen. Weltanschauung, darum geht es. Wie schaue ich die Welt an? Aus welcher Perspektive schaue ich die Welt an? Welche Idee ist der Fixpunkt, der mein Leben eine Perspektive gibt und eine Deutungshoheit? Jeder von uns hat eine Idee, eine Ideologie, die sein Leben bestimmt. Junge Menschen suchen noch danach. Ältere haben vielleicht manches ausprobiert und immer mehr einen bestimmten Fixpunkt festgehalten und da läuft das Leben weiter. Ich will das mal deutlich machen an politischen Richtungen. Spiegelt sich in Parteien zum Beispiel wider. Eine Partei hat diese Idee, diese Ideologie der sozialen Gerechtigkeit. Eine andere hat die Idee von einer heilen Umwelt. Eine weitere verfolgt die Idee vom deutschen Volk. Eine Partei setzt die Idee vom Frieden in den Mittelpunkt. Eine Partei setzt auf die Idee der Freiheit und so weiter und so fort. Und Sie können gleich benennen, welche Parteien das sind. Dahinter steckt eine Idee, die alles leitet, beurteilt. Das bestimmt das Programm bis hin zum politischen Handeln. Diese Auswirkungen hat einen Fixpunkt. Dieser Fixpunkt bestimmt, was richtig und was falsch ist.
Aber es gibt nicht nur politische Ideen, auch die Idee vom Menschen. Welches Menschenbild hast du? Wie siehst du den Menschen? Ich gebe mal verschiedene Antworten. Jeder ist sich selbst der Nächste. Fallen mir gleich Leute ein, die so denken. Alle Männer üben Macht aus, deshalb ist die Welt so schlecht. Reiche Menschen sind schlecht, deswegen muss man ihnen das Geld wegnehmen. Der Mensch ist eigentlich gut, nur die Umstände machen ihn schlecht. Der Mensch ist eine Schöpfung Gottes. Der Mensch ist zufällig entstanden. Jeder Mensch ist liebenswert. Völlig unterschiedliche Blickwinkel auf den Menschen, die unser Handeln bestimmen. Das, was wir im Kopf haben, bestimmt unser Reden und unser Handeln. Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, weil es um ein Denken geht, das Auswirkungen hat bis in den Alltag hinein. Wer bestimmt dein Menschenbild? Es gibt auch religiöse Fixpunkte. Verschiedene Glaubensströmungen bieten verschiedene Fixpunkte ein. Die einen halten es mehr mit der Tradition, andere mit der Bibel, manche mit der Vernunft und andere stellen die eigene Erfahrung über allem. Und sofort könnte ich sagen, welche Glaubensströmungen in welche Richtungen gehen. Die Fixpunkte, die Idee, die dahinter steht, bestimmt dann auch die religiöse Richtung. Entscheidend ist immer der Fixpunkt oder die Fixpunkte. Sie geben die Deutungshoheit, sie bestimmen, wie ich etwas sehe, etwas deute, welches Bild ich von mir selber mache, wie ich mich beurteile. Ja, wir haben verstanden, was du sagen willst, ist schon gut, wird vielleicht der ein oder andere denken. Aber brauchen wir die nicht? Ist es nicht notwendig, dass wir Fixpunkte haben? Was ist schlecht daran? Ich glaube auch, dass wir Fixpunkte brauchen. Ich glaube, dass Fixpunkte sehr wichtig sind. Und meine Gedanken in der Predigt bis zu diesem Punkt verfolgte eigentlich nur einen einzigen Zweck. Mach dir klar, wer oder was dein Leben bestimmt. Es ist mit Eitelkeit, Weltanschauung, Menschenbild. Mach dir klar, welche Fixpunkte in deinem Leben da sind. Denn oft reflektieren wir das gar nicht. Es gibt genügend Menschen, die sich darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Ich will ein Beispiel nennen. Ich kenne Menschen, deren Fixpunkt das Geld ist. Alles dreht sich um das Geld. Und sie zeigen es auch gern, dass sie reich sind. Aber mal ehrlich, wie armselig ist es eigentlich, wenn Geld mein Leben bestimmt? Wie armselig ist es eigentlich, wenn Geld mein Leben bestimmt. Wenn ich mir klar mache, dass Geld, dieser Mammon, mein Leben bestimmt und mein Denken. Wenn es zum Fixpunkt geworden ist. Denn das Geld übt dann Macht über mich aus. Es wird zu meinem Gott. Wenn mir das klar ist, dann nehme ich Abstand dazu. Denn die Taschen, die wir tragen im Sarg, in unserem letzten Leichenhemd, die sind leer. Wir werden keinen einzigen Cent mitnehmen können. Und so hoffe ich, dass meine Gedanken Menschen ins Nachdenken bringen. Und ich möchte noch einen Schritt jetzt weitergehen. Jetzt könnte jemand sagen, okay, diese ganzen Punkte, das leuchtet mir ein, außerhalb der Fixpunkte, die sind nicht gut. Aber wie wäre es, wenn ich der Fixpunkt bin? Dann bin ich nicht fremdbestimmt. Das ist etwas, was auch in der Werbung einem verkauft wird. Selbstverwirklichung. Du bist das Zentrum des Universums. Du bist nicht fremdbestimmt. Du bist frei von allem. Wer sein eigener Fixpunkt ist, der ist auch sein eigener Mittelpunkt. Mein Ich steht dann im Mittelpunkt. Lateinisch heißt Ich ja Ego. Und wenn das im Zentrum ist, dann ist das egozentrisch. Kennen Sie Egozentriker? Es ist schwierig, mit ihnen auszukommen. Nur in Abstand sind sie genießbar. Aber die Frage nach dem Maß. In welchem Maß bist du ein Egozentriker? Wenn du sagst, dein Leben ist dir das Allerwichtigste und dein Nachbar spielt gar keine Rolle, dann bist du der Egozentriker, um den es geht, den ich hier ansprechen will. Und dann sage ich nur in dem Maße, bitte Abstand halten. Denn dann wirst du niemals an den anderen denken. Dann wirst du anders Auto fahren,
als wenn du deinen Nächsten lieben würdest. Dann würdest du mit deinen Nachbarn anders umgehen. Das meine ich mit Egozentriker. Liebe Gemeinde, ich bin jetzt an einen Punkt meiner Vorbereitung gekommen, wo ich sage, das, was ich jetzt eigentlich sagen will, dauert jetzt zu lang für eine Predigt. Das war die Einleitung. Und ich mache jetzt hier heute Schluss in dem Versprechen, dass es nächstes Mal weitergeht. Ich will das nächste Mal, weil mir das Thema so wichtig ist, sagen, also diese Frage anwenden auf die Frage der eigenen Prägung. Die eigene Prägung, die ich als in meiner Kindheit und meiner Jugend erfahren habe, sind Fixpunkte, die mein Denken bestimmt, mein Handeln bestimmt. Viele wissen das, aber das ist nochmal für mich wichtig, weil das bis hin ins Religiöse geht. Also manche sagen, alles, was nicht Johann Sebastian Bach ist, ist vom Teufel. Ja, wenn man so groß geworden ist, dann ist es klar. Aber wenn Sie in Tansania, wie ich, da die ersten Jahre gelebt haben, andere Gottesdienste erlebt haben, da war kein Johannes Sebastian Bach. Die haben anders Gottesdienste gefeiert. Die haben anders ihre Eierschalen aufgenommen. Also dieses Thema möchte ich nächstes Mal nochmal deutlich machen. Oder auch in der Frage der Deutungshoheit in der evangelischen Theologie, weil das ein wichtiges Punkt ist und ich habe mich in letzter Zeit darauf geärgert. Und wenn man das mit dem Fixpunkt macht, dann kriegt man ein Deutungsgefühl. Und das ist mir wichtig. Und zum Schluss möchte ich dann auf den Fixpunkt kommen, der mir wichtig ist und warum der wichtig ist. Und das biete ich sozusagen dann an als Diskussionspunkt. Sie haben gemerkt, dass ich heute keinen Bibeltext zitiert habe. Und doch geht es in einem gewissen Sinne gerade darum. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, Ihnen das einmal vorzutragen, weil ich glaube, dass wir heute dringend Orientierung brauchen. Warum? Wir hören unendlich viele Stimmen und jeder sagt, er hat recht. Woher soll ich denn wissen, welche Stimme richtig ist? Und jeder behauptet, dass er die Wahrheit hat. Wir müssen hinter die Stimmen, hinter die behaupteten Wahrheiten gucken. Es ist wichtig, dass wir die Fixpunkte ausmachen und sie auf Herz und Nieren prüfen. Denn wer die Gedanken beherrscht, beherrscht auch die Herzen und die Hände.